Bücherkoffer, Schuhkoffer, Schnapskoffer, Puppenkoffer, Schmuckkoffer, Zauberkoffer, Porzellankoffer, flache Koffer, überfüllte Koffer, bunte Koffer, bewohnte Koffer, affige Koffer. Wer aber glaubte, beim Koffermarkt im Konstanzer Neuwerk einen Koffer kaufen zu können, der irrte gewaltig. Ich finde die Idee cool, das aus einem Koffer raus zu verkaufen. Das hat irgendwie was. Einfach so, vielleicht auch was Altes mit was Neuem zu verbinden oder sowas. Finde ich echt eine coole Idee, ja. Also ich denke, der Trend des Selbstgemachten, der vollzieht sich in allen Regionen. Und hier fehlte sicherlich eine Plattform, wo diejenigen sich präsentieren können, die kreativ am Werkeln sind. Ja. Ja, wir waren selber schon auf Koffermärkte unterwegs und dann hat uns das gefallen und dann haben wir gedacht, Mensch, das wäre doch mal was für Konstanz. Und dann haben wir uns ein Team zusammengestellt, wir drei Damen hier, und haben beschlossen, jawohl, das nehmen wir mal in Angriff und organisieren das mal für Konstanz. Also ich finde, es hat eine sehr gute Auswahl an Koffern. Ich bin vorher mal rumgelaufen und ich finde es wirklich individuell, doppelt sich nicht und wirklich schöne Sachen. Man konnte sich ja bewerben vorher auf dem Platz einfach. Die haben da schon sehr geguckt, dass es vielfältig ist, dass es nicht nur Genähtes da ist, sondern dass eben Gefilztes und Gekochtes, eben dass die Bandbreite einfach da ist. Also das finde ich richtig toll und vor allen Dingen finde ich, kann man auch immer sehen, dass die Leute Lust haben, noch selber Sachen zu machen, sie dann auch zu verkaufen, und das ist natürlich schöner als Dinge zu kaufen, die jetzt irgendwie industriell hergestellt wurden. Finde ich toll. Also ich brauche das immer. Ich habe mir selbst vor einem halben, dreiviertel Jahr Häkeln beigebracht, mache jetzt immer mehr. Natürlich auch durchs Kind, was auf die Welt gekommen ist, mache ich immer mehr. Und dadurch weiß man auch die Dinge, die hier verkauft werden, sehr viel mehr zu schätzen und weiß, was einfach was für Arbeit drin steckt. Ich finde es schön, dass man wieder Kunsthandwerk zu schätzen weiß, selber Gemachtes eben wieder schätzt. Aber ich denke auch, die Resonanz, die man direkt vom Publikum bekommt, von seinen Kunden, ist ganz wichtig. Deswegen geht man auch auf so Märkte, weil es Spaß macht, direkten Kontakt zu kriegen, zu sehen, wie reagieren die Leute auf meine Produkte. Und wenn da was Positives zurückkommt, das macht Spaß. Das ist bestimmt auch ein wichtiger Faktor. Ich habe da gar kein Interesse am großartig Verkaufen, wobei das natürlich auch schön ist. Ich gebe ja viel aus. Aber andererseits sind mir Menschen sehr wichtig. Man merkt einfach, dass die Leute, die hierher kommen, die wollen was Kreatives kaufen, die wollen was Handgemachtes kaufen. Die gehen ja schon mit dieser Erwartung her, dass man sowas kriegt. Und deswegen läuft es eigentlich ganz gut, genau. Ja, also ich glaube, wenn man selber auch ab und an so ein bisschen was macht, dann weiß man das zu schätzen und zahlt das auch gerne, weil natürlich der Preis ist manchmal schon höher, aber wenn man weiß, was für eine Arbeit dahinter steckt, dann schätzt man das, glaube ich, schon sehr. Also man hängt mit viel Herzblut drin, und wenn man auch die Produkte anschaut, dann sieht man, dass die Arbeitszeit da sicherlich nicht so mitberechnet ist, wie es jetzt im Handel der Fall ist, aber keiner macht es über einen längeren Zeitraum, wenn es sich nicht lohnt, wenn es sich nicht rentiert. Also mein Stand, wie heißt das? Das, was ich für den Stand zahlen muss, habe ich schon drin. Ich bin schon im Plus jetzt. Freue ich mich. Also ich würde sagen, ich gehe mit dem Doppelplus raus heute Abend hier. Ja, also ich bin Grafikdesigner, habe meine eigene Werbeagentur und mache das halt nebenher. Ist jetzt nicht ganz meine Welt, aber da ich meine Werbeagentur hier im Neuwerk habe, wollte ich natürlich auch hier mitmachen.
ist halt die Vielfalt, die nicht nur in eine Richtung, sondern so alles ein bisschen abdeckt. Das fasziniert mich eigentlich. Und eigentlich der Stand, also jeder bringt ja nur einen Koffer mit, so ist das Konzept, dass man da, jeder in seinem Koffer so viele unterschiedliche Dinge hat. Es kommt schon immer wieder Leute, die wollen dann fragen, dann gibt es das auch in einer anderen Farbe. Ich habe hier hinten noch Kisten, wo ich dann nochmal was rausholen kann, oder ich verweise halt auf meinen Internetshop, wo man dann nochmal gezielt was kaufen kann oder Bestellungen aufgeben kann. Ja, also sag mal, prinzipiell würde man schon das weiter organisieren, also nächstes Jahr vielleicht um dieselbe Zeit. Aber wir wollten jetzt erstmal den einer hier hinter uns bringen. Wir werden das dann besprechen und dann werden wir sehen, wie die Resonanz war. Und dann schauen wir mal.